Was geht ab YouTube? Hier ist euer Face wieder mit einem frischen Demon's Souls Remake Video. Heute in dieser Folge zeige ich euch alle Provide Events in der Steinfang-Katakombe. Und wir legen jetzt auch mal sofort los. Und zwar müsst ihr euch zum Kalkstein unterirdischer Tempel den Porten. Da habt ihr auch gegen den Flammschleicher gekämpft. Und begebt euch jetzt direkt in den Bossraum, einen Raum später gegen den Drachengott, wo sich der Kampf abgespielt hat. Und dann könnt ihr direkt zu Beginn der Arena, also zu Beginn des Tempels, wo der Drachengott normalerweise vor euch steht, den hatte ich jetzt hier schon zu dem Zeitpunkt besiegt gehabt, und könnt jetzt links ein sehr mächtiges Schwert einsammeln. Vorher war da so eine Art Felsbrocken davor, deswegen konnte man nicht dahin laufen. Dank des Pure White Events oder der Tendency kann man jetzt das mächtige Schwert an sich nehmen. Und zwar, das ist der Drachenknochenbrecher, ein sehr, sehr mächtiger Zweihänder. Und das war das eine Event. Das zweite Event ist folgendes: in der Tunnelstadt, wo ihr gegen die Panzerspinne gekämpft habt. Da ist jetzt ein neuer NPC. Er wartet nämlich direkt, wenn ihr den Weg geht, den ich lang gegangen bin, und zwar rechts lang in den Tunnel rein, wo die ganzen Minenarbeiter sind, schnell an den vorbei. Ihr müsst nicht gegen die kämpfen. Jetzt müsst ihr natürlich so ein kleiner nerviger Abschnitt, und zwar müsst ihr jetzt hier runterspringen. Viele von euch werden ja diesen Ort schon kennen, das ist nämlich die Abkürzung zum Flammschleicher. Da müsst ihr euch jetzt so ein bisschen runterarbeiten, kriegt ein bisschen Fallschaden, was jetzt nicht allzu schlimm ist. Aber ist ein bisschen tricky, man kann hier schnell abrutschen. Deswegen immer gucken, welcher Ort eignet sich jetzt am besten wieder runterzuspringen. Geht am besten den Weg, den ich gegangen bin, dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Und zwar folgendes: gleich erwartet euch jetzt in so einer kleinen Höhle, da wo ich jetzt lang gehe, zwei Echsen. Die würde ich auf jeden Fall mitnehmen, warum nicht? Ganz, ganz wichtig, dieses Event müsst ihr als zweites machen. Zuerst müsst ihr euch den Drachenknochenbrecher holen, ganz wichtig. Bevor ihr zu diesem NPC geht, bitte erst zum Tempel gehen, zum Drachengott-Bossraum, und da das Schwert aufsammeln. Anschließend redet ihr mit diesem NPC und er wird euch jetzt so eine kleine Story erzählen. Und zwar geht es darum, dass er etwas gehört hat, dass es wohl in diesem Drachengott-Tempel ein besonderes Schwert geben soll, existieren soll oder sonst was. Und er wird das Schwert gerne sehen. Er weiß halt nicht, ob das so ein Mythos ist, ob das stimmt und sonst was. Und ihr müsst ihm jetzt sozusagen diesen Drachenknochenbrecher zeigen, indem ihr das Schwert ausrüstet und ihn wieder anspricht. Und dann wird er echt so glücklich sein, ah cool, das gibt es wirklich, und wird wieder ein bisschen quatschen. Und wird euch dann mit einem Loot belohnen. Das seht ihr jetzt auch gleich, wie ich das im Video mache. Er schwärmt jetzt gerade vom Schwert und sagt halt, es soll so ein Schwert existieren, der sogar Drachenknochen brechen kann. Deswegen ja der Drachenknochenbrecher, wie der Name schon sagt. Ihr könnt natürlich auch sein Gespräch skippen. Ich habe das jetzt mal laufen lassen, falls das für irgendjemanden wichtig ist. Dämonen schlecht abschneiden. Falls ihr das Schwert finden solltet, bitte lasst mich einen Blick darauf werfen. Ihr könnt jetzt natürlich auch sein Gespräch euch anhören, dann wieder zum Tempel laufen, wieder zurück, aber nein, holt direkt das Schwert, hört euch sein Gespräch an oder was er zu sagen hat, wie ihr von dem Schwert schwärmt, überspringt das oder hört es zu Ende zu. Anschließend rüstet ihr den Drachenknochenbrecher aus, was für ein Riesenschwert übrigens, und spricht ihn dann wieder an, und dann lobt er euch und erzählt nochmal was. Ja, genau, das war es dann auch mit dem Gespräch. Aber das Coole daran ist jetzt, indem ihr ihm das Schwert gezeigt habt, kriegt jetzt eine Belohnung von ihm. Und zwar den reinen Graustein, auch ein wichtiger Gegenstand. Ihr könnt es jetzt so machen, das habe ich jetzt hier im Video nicht gemacht, ihr könnt auch diesen NPC killen. Auch hier müsst ihr beachten, bitte, dass dadurch eure Tendenz ein bisschen sinkt. Aber dieser NPC hinterlässt auch einen zusätzlichen Ring. Also wer die ganzen Ringe im Spiel gerne sammeln will, kann diesen NPC töten. Ansonsten kann man den auch am Leben lassen. Bedenkt halt bitte nur, wenn ihr den NPC tötet, dass eure Tendenz ein bisschen runtergeht. Und das waren auch alle Pure White Events in der Steinkatakombe. Und ja, wie gesagt, im Tempel ist es einmal das Schwert, was ihr an euch nehmt. Und dann nochmal in der Tunnelstadt, wo ihr gegen die Panzerspinne gekämpft habt, rechts die Abkürzung zum Flammschleicher nehmt, immer runterspringen, bis ihr in dieser Höhle seid, diesen NPC ansprechen, anhören, was der zu sagen hat, anschließend ihnen den Drachenknochenbrecher zeigen. Ihr kriegt den reinen grauen Stein und könnt noch anschließend ihn töten, was ihr nicht machen müsst. Und das war's dann auch.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert doch den Kanal, schaltet die Glocke ein, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Pace. Ciao.